Herzlich willkommen. Diesmal sehen wir wieder einen Cannon Rush zur Weihnachtszeit. Gegen Terraner aber diesmal. Nicht Zerg. Beziehungsweise auch nicht Protoss. Also Zerg ist ja Quatsch. Gegen Zerg spielt nicht keinen Cannon Rush, weil das ist eigentlich nicht so clever. Aber gegen Protoss und Terraner kann man das mal machen. So, ihr habt gesehen, ich habe gleich die erste Probe losgeschickt. Gleich los. Die hat nicht mal einen Mineralklumpen abgebaut. Dann ganz normal Units gepumpt, an der Wall Pylon gesetzt. Ja, ihr seht, bin auch schon am Limit gewesen. Jetzt kommt sofort die Schmiede. Worker geht zurück. Ich baue noch einen Worker nach. So, dann habe ich hier das Ding Terraner, ne? Der Terraner baut ja immer hier Versorgungsdepot, Kaserne, Versorgungsdepot, ne? Kommt eigentlich hier so in den Bereich hin. Ne? Jetzt guckt mal, wie ich reagiere. Ich baue hier eine Pylon. Das heißt, also eigentlich hätte das Versorgungsdepot hier gestanden. Ich habe es aber halt das Pylon ein bisschen höher gesetzt, dass dann es hier ein freier Weg ist von Kasten. Dass die Units da auch durch können weiterhin und dass er hier die Wall nicht komplett zukriegt. Zusätzlich ist das eine Pylon und ihr wisst, was passiert mit der Pylon und mit einer Schmiede. Die Schmiede muss natürlich erst noch gebaut werden. Ich ziehe direkt einen Worker zurück in seine Base, weil ich halt Angst hatte, dass der erste Marine oder so, der rauskommt, dann halt meinen Worker kickt. Und baue aber auch gleich einen Warpknoten an meiner Front weiter. Und ja, Expandum, also bau weiter Probes, Assimilator. So, jetzt scoute ich hier seine Base. Er hat nichts weiter, außer halt wirklich diese Rack. Und ich habe meinen Pylon, also kommt sofort eine Cannon platziert. So, er reagiert immer noch nicht. Und mein zweiter Worker kommt jetzt rein in die Base. Er baut einen Marine. Mit dem zweiten Worker sofort auch eine Cannon platziert. Mit dem ersten Worker noch ein bisschen scouten. Und dann ist so, okay, einzige Schwachstelle jetzt an meinem Cannon Rush ist natürlich nur ein Pylon haben. Ein Pylon ist uncool, also zweiten Pylon reinziehen, der halt wirklich auch beide Cannons absichert. So, dann mache ich noch ein bisschen Micro mit meinem Worker in der Hoffnung, da passiert jetzt nicht viel. Sehe, dass er seine ganzen Worker jetzt reinzieht. Und das in zwei Cannons. Ne? Und Marine wieder down. So. Baue hier eine Pylon, baue hier eine neue Cannon, baue noch eine neue Cannon für diesen Pylon. Weil die Cannon hier unten, die kickt halt so lange er hier versucht auf den Pylon zu gehen, die ganzen Worker weg. Dann baue ich hier oben in seiner Echo-Line noch Pylone und Cannon. Und muss ja jetzt, weil er den Pylon gekickt hat und die beiden Cannons rauskommen, die wieder mit Strom versorgen irgendwie. Und baue deswegen hier einen neuen Pylon. So. Er geht wieder abbauen. Und ich weiß nicht, ob er gecheckt hat, aber auf jeden Fall steht halt von mir eine Cannon auch in seiner Mineral Line. So, und jetzt macht er auch das, was ein Terraner sehr gut kann, und zwar einfach seine Gebäude liften und woanders hinfliegen. Ne? Man sieht hier, ich baue nochmal eine Cannon und die Cannon in der Echo Line killt halt ganz gut die Worker weg. Also. Jetzt die Worker rennen hier auch durch. Also er schickt sie halt raus. Er weicht dem Cannon Rush einfach aus. Ich habe verhindert hier, dass die mit meiner Scouting Probe, dass er seinen Barrack irgendwo wieder hinsetzt und irgendwo Marines nachproduziert. Dann schickt er hier sein Hauptgebäude weg. Und mein Cannon Rush ist damit geglückt. Ich habe ihn halt komplett unterbunden, habe sehr viele Worker gekickt. Er macht es aber richtig, er haut einfach ab. In der Zwischenzeit habe ich halt einen kybernetischen Kern gebaut, baue ein, zwei Zealots und eine Cannon, um meine Ramp zu sichern, baue meine Base halt weiter, auch mit der Pylone wieder hinten in der Echoline, Assimilator, also Standardprozedere, will ja auch einen kybernetischen Kern haben, Mothership Core und meine Basis sicher wissen, weil, weiß nicht, vielleicht hat er ja irgendwie schon eine zweite Base, die ich nicht gesehen habe oder gefunden habe und produziert da fleißig Reaper oder so. Ja, man weiß es halt nicht. So, dann habe ich glaube hier die Kaserne gescoutet. Genau, weiß schon mal, wo die Kaserne ist. Das hier habe ich nicht gescoutet. Das ist Machine Dock. Damit macht er Folgendes. Finde ich eigentlich ganz clever, dass er das macht. Und zwar bricht er hier die Worker so ab.
Und morpht sein Abgebäude dann, wenn er genügend Gas hat, in der planetare Festung. Müsste er eigentlich bald machen. Keine Ahnung. Also er hat den Maschinendocker und dadurch den Tech dazu. Aber irgendwas fehlt ihm hier anscheinend. Ja, die Minerals. Und genau das Gas. Gas ist gleich soweit. Jetzt kann er es auch machen. Jetzt hat er auch die planetare Festung. Also auf jeden Fall kann dann die Base, wenn die durch ist, hier nicht mehr so einfach von Zeolots angegriffen werden. Ich habe auch schon längst meine Stalker. Ne, hab mir hier oben eine Echse geholt. Hab mit den Zeolots die Kaserne angegriffen, die jetzt hier oben in der Mitte landet. Und gehe halt alle scouten. Sehe halt hier mit den Stalkern. Okay, er hat jetzt eine Planetary. Und das Problem ist aber, dass die Reichweite nicht ausreicht, um die Worker in den Echo Lines zu saven. Also verteile ich halt meine Stalker ringsherum, sodass sie halt nicht angegriffen werden können und aber selber die Worker angreifen. Und habe ihn damit halt auch gleich ausgehebelt wieder. Finde dann auch hier seine seinen Maschinendock. Und ja, man sieht, ich habe jetzt schon 3 Warp Gates, dann noch 2 Stargates, Mothership Core. Also wenn hier irgendwas angreifen sollte, mich überraschen sollte, dann wird es sofort kaputt gehen. Ja, dann hat er hier nochmal seine Kaserne gelüftet. Hier oben habe ich meine Expansion, die geht halt auch langsam los. Meine Stalker stehen halt sicherheitshalber im guten Abstand. Und ja, damit ist das Spiel auch schon GG. Und er bleibt halt einfach nur noch so lange drin, weil er mich nerven will.